Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Letzte Runde wurden wir ein bisschen in den Popo getreten von Boyer. Wir haben hier die Stadt im ausgeraubt und die bauen wir jetzt wieder auf. Und ich muss jetzt niesen. Entschuldigung. Upsi. So, was gibt's hier? Genau. Ah, ja, ja. Da gab's ja diese Schlacht. Und jetzt wollte ich diese Runde mal hier wieder Gadeira zurückerobern. Der hat jetzt hier eine Fullstack Army. Da schaue ich mal kurz nach, was der da alles drin hat. Mal gescheitert hat, aber sehe ich es trotzdem? Ja. Okay, Veteranen, Schildträger. Nahkampfangriff haben die 78. Und Nahkampfabwehr haben sie 100. Das ist natürlich eine Ansage. Die da sind easy, Speerkämpfer. Die da sind. Also die Veteranen, Schildträger, vor allen Dingen mit Waffenstufe 3, ist halt abartig. Wir haben. Nahkampfabwehr haben die natürlich nur 33, die da haben 71. Puh. Wenn ich das schaffe, dann bin ich gut. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Am besten wäre eine. Eine zweite Armee. Minus 8 Nahrung, ich habe gerade 33. Da bekommen wir mehr Kohle, aber zurzeit haben wir genug Kohle. Ich mach mal eine neue Armee, dass das Blöde ist. Wir haben nur feindliche Typis. Jetzt mach mal Kinder hier, ne? Habe ich noch? Nee, habe ich nicht. Attentat ausführen, uiuiui. Zwei geheime Aktionen. Was bist du denn? Diese Hetäre ist schon seit geraumer Zeit die Gefährtin eures Generals. Doch nun weist sie ihn zurück. Der Mann macht sich mit seinen Versuchen, ihre Gunst zurückzugewinnen, lächerlich. Eures Generals, also der da oder ein anderer? Untreue Ehefrau, minus 10 auf Kinder. Das ist brutaler Ehemann. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Untreue Ehefrau. Kann ich euch scheiden lassen? Nee. Und, Hetäre, also die Hetäre überzeugen. Wie ich höre, schaffen großzügige Spenden solche Probleme aus der Welt. Sie verschwinden lassen, mit dem General sprechen, stellt den General zur Rede und zeigt ihm die Lächerlichkeit seines Verhaltens. Nix unternehmen. Wenn sich dieser Mann vor aller Welt zum Narren machen will, ist das seine Sache. Ich weiß aber nicht, welcher General. Also bei einem anderen General wäre es mir egal, bei unserem General ist es mir nicht egal. Vor allen Dingen, ja, unser General soll mal Kinder bekommen. Mit dem General sprechen oder sie überzeugen? Na, ich spreche mal mit dem. Wir sind hier Krieger. So. Warte, ich wollte gerade. Dann verheirate ich die mal. Apollonia. Ja, genau, und der
schenken plus 5 auf Kinder. Brutale Ehefrau, Alter. Was ist denn mit denen los? Oh Mann. Die bekommen jetzt auch einen Ehemann. Eingebildete Ehefrau. Betrunkener Ehemann. Was ist denn nur los mit denen? Die kann ich jetzt nicht verheiraten. Junge, Junge, Junge. Eingebildete Ehefrau. Und wer bist du schon, dass du meinen Ehemann anquatscht? Okay, minus zwei öffentliche Ordnung pro Runde. Das ist doch... Und minus Gravitas. Ja, okay, so sieht er auch aus. Aber was viel wichtiger ist, jetzt kann ich einen Politiker einsetzen und schaut euch das an. Rang 6. Die Grüne Legion, die 212. Ich mache eine Garde draus. Oder? Ich glaube, eine Garde ist jetzt am besten. So. Dafür bekommt er 4 Kavallerie. 5 von diese da. Dann 2, 4, 5, 6. 40. Ich mache, glaube ich, Bogenschützen hier, weil die haben viel mehr Reichweite. Die können halt dann noch sehr viel besser angreifen, wenn sie halt keine Munition haben. 9 und aber die Bogenschützen haben mehr Munition von Haus aus. Kann ich noch einen? Ich kann so einen Typen. Minus Unterhaltskosten und Rekrutierungskosten. Verstärkungsrate, Moral. Ich mach mal die Verstärkungsrate und die Moral. Die ist gerade am wichtigsten. So. Jetzt muss ich schauen, was ich hier oben zu tun gedenke. Was bist du denn? Also, der kann gerade nicht wirklich was... Ja, vielleicht Fernkämpfer. Oh, der baut jetzt gerade auch wieder Ausbildung. Du bist auch einer von mir, das ist schon mal gut. Schutz vor allen Agentenaktionen, das ist sehr gut. Dann baue ich hier aus. Hier baue ich nicht aus. Hier repariere ich schon. Wieso habe ich zweimal hier öffentliche Ordnung plus 6? Uiuiui. Warte mal. Dann mache ich den weg. Hier bekomme ich ja jetzt einen neuen Tempel. Da brauche ich die plus 6 nicht. Okay. Und was habe ich? Der bekommt nichts und aber der bekommt was. Und zwar gewonnene Erfahrung, das ist schon mal schön. So, und dann ist, sobald die zweite Armee bereit ist, werde ich Gadeira angreifen. Ah, der greift nochmal an. Oh nein, ich habe vergessen, die Armee, die da steht. Soll ich das nochmal? Also, ich kann halt die da vernichten, aber die da werden mich vernichten, weil ich habe ja echt nicht viel. Ja. Nee, komm. Ist egal. Dann nehmt es ein und ich nehme es dann zurück ein. Ha! Ich habe. Ja. Also, ich. Ist genau das. Passiert, was ich gesagt habe. Das ist so nervig, dass ich die Armee da unten vergessen habe.
Das ist echt ärgerlich. Das ist ärgerlich. Jetzt habe ich eben eine... Oh, wegen einem Move habe ich jetzt die Stadt verloren. Das ist doch doof. Ich hoffe, man hört den Sturm draußen gerade nicht. Der bläst ziemlich heftig darum. So. Eure Tränke und Amulette haben den Reiz des Neuen verloren. Eure Händler sind daher in unseren Ländern nicht mehr erwünscht. Okay. Das wird interessant. Wenn der jetzt mit mir bricht, heißt es eigentlich schon fast, dass er mir gleich den Krieg erklären wird. Das wird interessant. Blut und Ehre haben uns Freunde werden lassen. Doch nun müssen Das wir wird auch interessant. Nicht Angriffspakt mit mir haben sie ge- Wieso? Wenn ich jetzt plötzlich, Militärsabotage? Bin ich plötzlich nicht mehr vertrauenswürdig? Verlorene Liebe. Dummkopf sieht seinen Fehler nicht und besteht darauf, dass sie die einzige Frau für ihn ist. Minus 20 Gravitas. Alter. Attentat. Töte den mal schnell. Oder die. Wie? Schau mal, die hat nur 5. Meine hatte, glaube ich, 8. Willst du mich verquaken? Quack. So ein Scheiß. Okay. Motivieren kann der. 10 Schosse feindlichen Agenten auszuweichen. Okay. So, dann schauen wir mal da oben. Genau, die. Mit der kann ich die halt jetzt nicht erobern, das ist blöd. Vielleicht mit denen. Na komm. Ach. Schaffe ich das irgendwie? Nee. Das Blöde ist halt, jetzt hat er die, jetzt hat er die, Dings da. Ja. Jetzt hat er die, die Artillerie da. Das ist nicht gut. Also du gehst dahin. Nächste Runde greife ich die da an. Alter, was? Der hat jetzt schon wieder eine Fullstack-Armee da drin. Das kann doch nicht sein. Naja, dann komme ich mit denen halt von der anderen Seite. Der kann echt nicht viel laufen hier. Wie lange braucht das noch? 2 Runden. Gut. Entschuldigung. Unsere Feinde werden beim Gedanken an eure Macht erzittern. Wollt ihr ihre Ängste nicht wahr machen und in den Krieg ziehen? Wieso da hinten? Da werde ich doch nie hinkommen. Hä?
Der macht einen Ausfall. Knappe Niederlage. Wenn er sagt, ja, knappe Niederlage, ist eigentlich meistens so, dass ich das schaffe. Vor allem, er macht einen Ausfall. Das heißt, ich kann mich einbunkern da. Und das ist gut. Mit denen werde ich auf jeden Fall zuerst die ganzen Fernkämpfer vernichten. Die da werden schön die Front schützen und dann mit denen von der Seite rein. Sollte irgendwie möglich sein. Und dann mit der Kavallerie in den Rücken. So weit, so gut. Was ist das denn für ein bescheidenes Feld hier? So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Wo denn? Ah, da. Na, spüren wir ein bisschen vor. So, ich muss da aufpassen, dass mein General nicht gleich flöten geht. Nee, warte, du gehst dahin, du gehst dahin. Unser General wird angegriffen. Ja, das ist richtig. Das ist anzunehmen. Ein Charge und dann sind sie weg. Die Männer wanken. Ach komm. Ja, 20. Sehr gut, los. Und volle Kanne rein. Sehr schön. Das gefällt mir. So, hier geht's weiter.
Du motivierst mal diese beiden. Du greifst hier an. Das sieht ganz gut aus. Du gehst jetzt mal ein bisschen aggressiver gegen den General rein. Das ist gut. Geht mal weg da. So. Das ist gut. Und dann volle Kanne in den Rücken rein. Sehr gut. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Und wieso? Und was daran sollte jetzt knapp sein? Läuft. Kurz noch den General töten und dann. War. Ja, ne? Wir haben 270 verloren. Hm? Warte, jetzt ist es, der hat nur 100 mehr aufgestellt als ich und dann sagt er, dass wir so krass verlieren. Mein Vorteil war halt auch, dass die Axtkämpfer auch Fernkämpfer sind. Also, die können ziemlich gut austeilen. War das alles? Und das ist eben das Problem bei denen. Beziehungsweise die Stärke, weil einfach an die Flanke stellen und schon machen die Hackfleisch aus deiner Flanke. So. Ein weiser Mann hilft seinen Freunden in Zeiten der Not. Braucht ihr ein zusätzliches Schwert gegen diese? Nö, brauche ich nicht. Ruckel, ruckel, ruckel. Was ist passiert? Da sehe ich nichts. Oh je. Dam, 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 da, dam, dam, dam. Tadam, 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 tadam. Hey. Oder ich greife die jetzt schon an, damit's. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geldspende. Hä? Bist du bescheuert? Euch werfen. Bist du bescheuert? Warte mal. Hä? Ich will, dass der mein Klientel wird. Ja, denn du hast gerade eben Elendsviertel. Karthago? Wieso? Hä? Was macht denn das für einen Sinn? Verschleiß, Wolfpack. So, was wollte ich da? Essen, oder? Aber wieso habe ich jetzt 72? Gerade hatte ich doch 33. Ja, egal, weißt du was? Ist doch wurscht hier. Bekomme ich neue Söldner? Nee. So. Ah, jetzt können wir einen automatischen Angriff machen. So, besetzen! Alter, das ist
bist doch ein Quarkspaten. Keine Ahnung, was das heißt. Ich glaube, da mache ich ein Musterfeld rein, damit das nicht nochmal passiert. So, wie viel hast du denn jetzt? Du bist fast Full Stack, aber die. Aber die Fernkämpfer sind noch nicht dabei. Du hast einen General. So, du bist Level Up. So, jetzt werde ich dir mal zeigen. Jetzt werde ich dir mal zeigen, was ich meine. So. Da werde ich jetzt noch weiter. Alter, der Wohlstand hier ist so schlecht, dass die Einheiten so lahm sind. Das ist echt heftig. Du bekommst aber nichts. So. Ich glaube, wir machen jetzt mal hier Schluss. Und nächste Runde werden wir die fette Armee hier platt machen. An sich sind nur die da richtig heftig drauf. Die da sind fast so wie meine Hopliten. Eigentlich ein bisschen schlechter sogar. Ja. Und ja. Mit zwei Armeen sollten wir das locker schaffen. Gut. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ja, viel Spaß beim restlichen Tag. Bye, bye. See ya. Shut up!